Jo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, bevor das Video anfängt, wollte ich noch sagen, dass ich jetzt einmal aufhöre mit den Let's Plays und so, weil Technik Launcher spinnt. Und deswegen habe ich jetzt die letzten 5 Tage keine Videos gemacht, weil ich jeden Tag versucht habe. Nur, ich habe es neu installiert, ich habe die Modpacks im Internet gesucht, ob man so herunterladen kann. Nichts. Und dann habe ich einmal gedacht, weil ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen rumgestöbert bei den letzten Videos und habe gedacht, Minecraft-Server-Vorstellungen haben am meisten Aufrufe gehabt. Deswegen habe ich gedacht, ich werde jetzt meinen kompletten YouTube-Kanal verwandeln, umwandeln in ein YouTube-Kanal, was Server-Vorstellungsvideo gemacht. Also Leute, das heißt, ab sofort mache ich Server-Vorstellungsvideos. Und ja, das wollte ich schon mal vorab klären. Und heute habe ich ein bisschen rumgestöbert und habe einen Server gefunden. Und diesen Server möchte ich euch heute mal vorstellen. Also viel Spaß mit dem Video. So Leute, und Server, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist heißt We Love Blocks, und das ist eine Chili-Edition, und das ist auf der Version 1.13.2, also 1.13 Plus. Derzeit können 25 Spieler herauf, dabei sind 4 Spieler oben, auch der Inhaber ist oben. Mit dem Inhaber habe ich schon vorhin ein bisschen geredet, der hat mir schon ein bisschen erklärt alles. Entschuldigung Leute, war jetzt mein Handy. Der Server ist noch in der Beta-Version, das heißt, er ist noch nicht ganz fertig. Es kann Bugs geben. Und dazu kann der Server sich noch verbessern, kann sich erweitern und ja, also es ist noch eine Beta-Version, noch der, sage ich jetzt mal, Aufbau-Version. Gut, also wie gesagt, We Love Blocks. Die IP ist, seht klar, unten in der Videobeschreibung, und sie haben auch eigene TeamSpeak-Server, der ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, man braucht die Version 1.13.2. Na los, gehen wir mal auf. Also ich war schon vorhin ein bisschen oben, wie gesagt, ich habe mit dem Inhaber schon geredet ein bisschen. Und ja, gut, man spawnt einmal hier. Und ja, also das ist einmal, ich sage jetzt einmal, ist eigentlich keine Main Lobby, weil es eigentlich keine Minigame-Server ist. Das ist eher so ein Server, da gibt es Freeball Survival gibt es da, Farmwelt gibt es da, Slime Fun, Schildershops, Kreativwelt, RPG-Welt gibt's. Und noch vieles, vieles mehr. Er hat mir eh schon, dahinter hat man mir vorhin ein bisschen schon was erklärt, aber ich habe es zu ihm schon gesagt, alles, was er mir erklärt hat, er war nicht einmal fertig, das war nicht einmal die Hälfte wahrscheinlich. Ich muss das alles in 15 Minuten, einer 15-minütiges Video verpacken. Und das geht nicht. Deswegen stelle ich nur die Grundfaktoren des Servers vor und ja. Na gut, also hier, man spawnt hier. Da steht schon mal, willkommen auf ULP. Man kann gleich einmal slash Menü eingeben. Man sieht auch gleich, wenn man dann slash und dann gibt es verschiedene, schon verschiedene Commands. Also man kann da durchstöbern und so. Aber wir wollen jetzt einmal slash Menü eingeben. Menü. Und man sieht schon, das ist immer die Hauptmenü, also es gibt Server Warps, Spieler Warps, Achievements, Slime Fun ist auch vorhanden auf diesem Server. Da komme ich noch später noch dazu. Infos und kann wieder schließen. Also die Infos gibt es die Regeln, müsst ihr unbedingt durchlesen. Und slash Info. Also die Regeln sind da. Und wir haben jetzt einmal Diamant gekriegt, wenn wir die Regeln durchgelesen haben.
zwar kein Griefing oder Hacking, keine Redstone Clocks, sei respektvoll im Chat, kein Spam oder Werbung, keine Lag-Maschinen, keine Obsttönenbauten und benutze dein Gehirn. Also man muss sehr viel überlegen. Also sind die Regeln, wenn du das durchliest, also öffnest, dann kriegst du einen Diamant. Das ist auch Respekt, geht. Bitte lest wirklich die Regeln, also das ist aber eh klar. Jeder Server den Regeln, wenn man bricht, wird man gebannt. Oder mal gemahnt, ich weiß nicht, wie das da ist. Also, jetzt haben wir die Regeln durchgelesen. Man muss sie nicht durchlesen, aber man sollte es durchlesen. Man sollte es wirklich durchlesen. Also lest es bitte durch, die Regeln. Dann /info, kann man auch /info, es gibt zum Beispiel mit /. Ränge, gibt verschiedene Ränge-Spieler, das bin ich jetzt, und ab 2 Stunden ist man schon Mitglied, da kann man nachher im Kreativmodus spielen, dann gibt es Stammspieler, ab 24 Stunden, ab 100 Stunden gibt es Langzeitspieler, ist mein Veteran, dieser Rang wird verliehen, es gibt VIP, YouTube-Rang gibt es, Team, ist man noch ein Server-Team dabei, und glaube das ist das höchste. Ah, da gibt es noch eine Ränge 2 für die nächste Seite. Ja, die Ränge könnt ihr mal selber durchlesen. Es gibt schon sehr viele Ränge. Und die ersten 3 Ränge wird man nachher ab dem Spiel also automatisch zugewiesen, wenn man jetzt 2 Stunden, 24 Stunden oder 100 Stunden spielt. Auch ich bin noch Spieler, also ich habe auch noch nicht so lange gespielt. Ich habe echt derweil nur mit dem Inhaber geredet und ja. Gut. Also, gehen wir mal jetzt einmal /Menü ein, haben mal die Hauptfaktoren nochmal durchgehoppelt. So, also, das erste ist Server-Wops. Es gibt verschiedene Server-Wops, es gibt Survival, Farm, Welt, Nether, End, Kreativ kann man nur, wenn man schon 2 Stunden oben ist. Also normalerweise könnte ich jetzt nicht, oder? Okay. Okay, man kann doch spawnen, muss ich noch mit dem Inhaber reden, wie das da ist. Weil normalerweise steht da Mitglied Survival plus Kreativ ab 2 Stunden. Okay, oder die stellen das noch ein. Also das ist die Kreativwelt einmal, da kann man so kreativ bauen, dann muss man. Hier seht schon, das ist schon so eine Stadt, habe ich vorhin schon gesehen. Also ihr seht schon, da ist schon was gebaut worden. Und ja, also wenn sie auf Kreativ steht, könnt ihr ruhig mal kreativ ein bisschen was bauen. Dann gibt's noch, also die Survival-Welt gibt's auch, das ist die normale Survival-Minecraft. Ich sehe hier, da geht man da mal durch. Nicht wundern bei mir. Ich pack da ein bisschen meistens zurück. Hier entlang zur Wildnis, also wenn man da entlang geht, mal zur Wildnis, also hier ist der Ausgang nachher. Und ab da fängt nachher, glaube ich, schon Survival an. Vielleicht auch schon ab, noch nicht da, okay, da noch nicht. Jetzt, du betrittst die Wildnis, steht da unten, du betrittst die Wildnis, also ab da wahrscheinlich ja, kann man schon abbauen. Genau. Und da kriegt man immer so neue Rezepte verfügbar und man kriegt immer so Erfolg oder so. Gut, das ist das einmal. So, wer auf Survival steht, kann auch Survival-Welt spawnen. Dann gibt es die Farm-Welt. So, das ist die Farm-Welt. Was kann man wohl in der Farm-Welt machen? Man kann farmen. ja, man kann farmen. Das kann ich jetzt hier nicht so viel rumlabern in der Farmwelt. Farmen und. Ja, farmen kann man da. Was heißt jetzt da groß sagen, Farmwelt? Dann Servops. Dann gibt's. Ja, in Nether gibt's. Du kannst in Netherwelt farmen. Gibt's auch ein Portal. Kann wieder. Durch ein Portal durch. So, das ist nur so. Okay, man kann. Und man spawnt da. Secret, das Spawn, das Ende der Welt.
Okay, man spawnt halt hier, das ist jetzt das Ende der Welt. Okay. Na gut. Dann das nächste ist nachher The End. Jetzt sieht man, ja. Stimme ich hier gleich. Ist hier mal einmal ein Keksi. Okay. So. Also Enderdrachen kann man auch besiegen. Und dahin haben wir irgendwie so vorhin erklärt, wenn, die wollen noch was hinzufügen. Und zwar, wenn man jetzt einen Enderdrachen tötet, bekommt man einen zweiten Enderdrachen-Ei oder so oder was anderes. Also, da wird noch sehr viel gemacht in diesem Server. Aber jetzt ist auch schon sehr gut. Also es lohnt sich mal vorbeizuschauen, wenn man jetzt auf Survival steht oder generell mit anderen Spielern spielen möchte und so. Ja, na gut. Ich bin tot. Also da würde ich erst gehen, wenn man sehr gute Sachen hat. Jetzt gebe ich mal. Ja, und dann gibt es auch die RPG. Aber das ist halt nur, also da kann man eigentlich nichts machen. Das ist nur für, ja, für ihn, für den Inhaber und für die anderen Servermitglieder. Also da kannst du mal vorbeischauen. Aber da kann man ehrlich gesagt nichts wirklich machen. Nicht wundern, warum ich da fliegen kann. Ich habe nämlich frei bekommen für dieses Video. Also normalerweise kann man nicht fliegen. Ja, also ihr seht schon, sehr viel gebaut worden und sehr viel gebaut worden, sage ich jetzt einmal. Da geht's da hinten, das ist Ski, ja. Also wie gesagt, da kann man nichts, wirklich nichts machen. Also das ist eher nur für die Server-Mitglieder was. Gut, da gibt es Spieler-Mobs. City-Attack gibt's. Sehr gut, wenn man. Ja, genau. City-Attacks. Start mit Kampfszene. Ja, dazu haben wir jetzt nichts erklärt, weil ich gesagt habe, wenn er mir jetzt alles erklären würde, dann würde ich mich nicht mehr auskennen und so. Also ich würde mir so nicht alles merken. Also dann müsst ihr mal selber vorbeischauen und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, dann hat der Inhaber, also die Server-Mitglieder, selber hat TeamSpeak-Server auch und da könnt ihr auch mal drauf schauen und die anderen fragen. Ja, na gut, dann gibt es noch das zweite ist Kistenhaus. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Das ist Kistenhaus. Ich glaube, das ist Kistenhaus. Ja, genau, das ist das. Und zwar, man kann Kisten öffnen, bekommt man coole Geschenke oder so. Man kann was Cooles gewinnen, wie zum Beispiel höchster Gewinn ist gerade der Leuchtfeuer und Spawner, Spawnex, Elytra, Endportalrahmen und vieles mehr. Also, da kann man Köpfe gewinnen. Und man braucht aber ein Key. Diese Key findet man auf der ganzen Welt. Der Inhaber selber versteckt die Schlüssel, also die Keys auf der ganzen Welt. Dann müsst ihr suchen. Und dann könnt ihr daherkommen und Kisten öffnen. Hier seht ihr schon auf dieser Welt die Map. Die ganze Map von dieser Welt. Und ja, dann sage ich mal viel Spaß beim Suchen. Gut, dann das war mal das. Dann gibt es noch Slime Fun. Das ist ein kleines Tutorial für Slime Fun. Vielleicht kennen manche schon Slime Fun. Es ist ein Tutorial eigentlich, nur kannst du mal alles durchlesen. Ein Holz ist gleich 8 Holzplanken. Also Slime Fun in dem Sinne kenne ich, bin auch nicht so gut. Ich kenne schon, aber ich bin nicht so gut darin. Und also Slime Fun, da bin ich wie ein Mensch, was nicht, weil nicht. Okay, gibt jetzt keine Beschreibung dazu, aber ich kann einfach kein Slime Fun. Also es ist
Ja, also ihr könnt mal da zu Tutorial herkommen, wird alles erklärt ein bisschen und dann könnt ihr auch Slime Fun ein bisschen spielen, das ist da nachher. Dann gibt es Mistral, die Stadt aller Städte. Könnt ihr auch mal anschauen. Das ist Mistral, willkommen Mistral. Wenn ihr euch dafür entscheidet, hier zu wohnen, wäre ich dafür dankbar, wenn du dein Haus kennzeichnest. Also, ihr könnt hier ansiedeln, ist kostenlos und erfragen könnt ihr das Team oder andere Mitspieler fragen. Wenn du dein Haus sichern möchtest, kannst du mit /LL Claim ein Chunk claimen. Also, es ist hier alles erklärt, wie das geht. Und hier geht man heraus und kommt man auch wieder in Kistenhaus. Und hier geht man so durch. Ja, es sind hier so ein bisschen so Pfeile beschrieben. Da ist Slime Fun, wenn man da durchgeht. Also es ist eh alles so in einer Welt zusammengebracht. Das ist wieder das Tutorial von Slime Fun. Und da draußen könnt ihr noch ansiedeln. Jetzt beziehst du das Land von Szene 2000, nicht wundern. Ich habe das schon vorhin mit /LL gemacht. /LL Claim. Schreiben wir es. Claim und ihr hört leider schon jemanden. Also wenn es jetzt /LL Claim eingibt, dann könnt ihr diesen Chunk besitzen. Hier zum Beispiel, das ist das Land von Kura, das ist von Inhaber. Und nur hier könnt ihr bauen. Und ja, also ihr könnt euch schön hinsiedeln. Gut, das war das einmal. Also es gibt so Survival, Kreativ, man kann sich hier ansiedeln, man kann Kisten öffnen, wenn man einen Schlüssel findet, das ist auf dieser Welt, glaube ich, auf dieser Welt, ja, versteckt. Also viel Spaß beim Suchen, wie gesagt. Ja, gut, dann gibt's Bambumweil. Da weiß ich jetzt nichts, ich glaube, da war ich nicht, oder? Nein. Bambuweil gerade gegründet und im Aufbau. Es ist noch im Aufbau. Wir kommen in der Stadt von Bambuweil. Einwohner 1. Kann man nicht öffnen. Okay. Also ist eigentlich nur, es ist gerade noch im Aufbau. So, dann gibt es noch die Karte. Übersicht über die Welt. Ich glaube, das ist ja eh das hier. Und da sind halt auf der ganzen Map so Keys. Versteckt, dass ihr noch die Kisten da öffnen könnt. Gut. Genau, da gibt es Achievements, das sind einfach die Erfolge, was du noch wenn du Items wegwirfst, aufgehoben, Ackerbau erstellt, das kriegst du noch alles. Verbindungen, Anzahl der Tote, ja. Das sind halt Erfolge. Stats, Tops und eigene Archis könnt ihr auch mal durchsuchen alles. Gut. Dann gibt es das letzte Slime Fun. Also hier können wir so Bücher. Genau, Slime Fun, es gibt Weapons, Items, Basic Machines, Tools, Ressourcen, Food, Magical, ja, es gibt jetzt sehr viele. Jetzt geht es mal Weapons. Ja, das kostet ein Level, also musst du mal ein bisschen Level farmen, dass man nachher dass man noch einmal freischalten kann. Walking Sticks, Sword of Beheading, Blade of Vampire, Sulpun Sword. Also man muss jetzt sehr, sehr hohes Level auch haben, damit man das stärkste mal haben kann. Sulpun Bow braucht man 29 Level. Das gibt es auch Basic Machines. Crafting Devils hat jeder, ist eh klar. Dann gibt es auch wieder sehr viele Sachen. Also, da müsst ihr auch einmal vorbeischauen. Ja, das war mal das Grundlegende, sage ich mal. Hier ist jeder Inhaber. Und falls ihr noch Fragen habt bezüglich dieser Server, wie gesagt, sie haben einen eigenen Teamspeak-Server. Also, ihr könnt es nochmal drauf joinen. Der IP ist natürlich in der Videobeschreibung, wie die IP von diesem Server. Ja, gut, das war's wieder mal. Ich hoffe, ihr würdet mal da vorbeischauen. Schaut mal vorbei, es lohnt sich, glaubt es mir. Ich habe jetzt nicht alles so gut jetzt erklären können, weil
Das alles kann ich nicht einmal erklären, wie gesagt, redet mit dem Inhaber oder mit seinen Kollegen, wenn jetzt, falls ihr Fragen habt, aber schaut unbedingt einmal vorbei. Das ist wirklich sehr cool, der Server. Und so, ja. Na gut, das war's wieder mal und wir sehen uns nächste Mal. Ciao, Leute.